Ich glaube, wir machen auch die Sache hier clean, ne? Yes. Wann ist jetzt alles dezent? Wäre cool. Ich glaube, die Raffel ist irgendwie gerade, dass sie ihre Inventage abfackelt, oder? Wo mir jetzt zweimal hin und her laufe. Ich glaube, das funktioniert soweit. Und was muss ich da jetzt machen? Warte mal, wenn FND-Depot ist. Hast da vielleicht Munition? Nö. G-Maschinenpistole. Ah, da kriegen wir eine Waffe her. Da kriegen wir irgendwo schon eine Bogen nachher. Okay, das geht jetzt auch verdammt hoch. Vor mir versteckst du dich nicht. Nichts mehr mit Nachladen, Kleinburgi. Schießpulver, sehr schick. Vorsicht! Wir wissen nicht, wie viele es sind. Seid bloß vorsichtig. So, muss kurz die Munition abchecken, Leute. Wir gehen da jetzt gleich rein. Easy. Ich hätte gern Munition, Alter! Ist da ein Pfeil, kann ich wieder rausziehen aus dem Körper? Das Ding halt da nicht. Flachmacher. Weil zu wenig Munition vorhanden ist. Jetzt. Meine treuen Jarada, vergesst nicht, unser Virilo ist ein modernes Wunder. Ein Medikament, das denen, die an Krebs leiden, kostbare Zeit verschafft. Aber unser Virilo bringt nicht nur der Welt Leben, sondern vor allem auch Yara selbst. Der Reichtum, den das Mittel uns verschafft, heilt auch den Krebs der sozialistischen Armut, die beinahe die Zukunft unserer Nation verspricht. Mit dieser Espada ist nicht zu spaßen. Scheiße, noch eine Leiche.
Okay, wer von denen ist das sick, Alter? Aktiviert. Guck uns kurz noch hier unten, dann geh mal hoch. Bei mir ist hier unten ganz so viel. Oh, lesen. Zu hinten, F&D Beschaffungsdienste. Die Tabakplantagen Castellonos in Neado benötigen eine höhere Anzahl an Parias pro Woche. Rührt sich auf rührerische Aktivitäten des Allgemeinen. Sei es von Arbeitskräften eines Unglückes, Vorfalls mit nur ungehorsamen Soldaten. In den Flaschen 10 weitere Parias pro Woche zusätzlich zu den bisherigen 20. Sie sind überaus dankbar, dass sie diese Anfrage in Ergänzung ziehen. Morales C, CPT. Okay. Tenle el seguro. El que lo hizo puede estar cerca. Ojos abiertos. Cualquier cosa puede pasar. Was? Hat er was gesagt? War was? Okay, wir gehen aber da rein, dann gehen wir hoch. Ah, 92 noch. Zacka! Feine Burger, Snipper, Dream. Kann man sogar Hochseite, cool. Okay, irgendwas Krankes läuft hier. Wir erreichen diesen wissenschaftlichen Durchbruch mit unserem Blut, Schweiß, unserem Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Scheiße, was geht denn da oben ab? Oh, ich will's gar nicht wissen, ich geh jetzt hier lang. Geht nicht. Schön, wenn der Fernseher kaputt geht. Jetzt bin ich mal gespannt. Was für eine geisteskranke Sau das ist. Nein! Bitte! Ah, wow, Schwester, entspann dich! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein. Aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Bleiben. Gehen wir zu Papa. Sorry, hab ich mir jetzt gerade geil. Sorry, aber ich glaube, wir müssen es aufschreiben. Geil. Ich nehme die Pferde da draußen. Okay. Wollen wir mal jetzt Stress? Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Minga, wir haben Ärger. Das sehen wir uns an. Ausschwimmen!
Wo denn? Ach, da! Oh, du mit der Panzerbrechende wieder. Ich hab keine Ahnung, was das war. Ja, halt die Fresse her, komm hoch. Hermos, kann ich kurz grinden? Gehen wir. Alles klar, bin hier auf den Fersen. Und wo lang? Ah ja, okay, da lang. Komm mal, ne, nicht abfackeln, okay. Halt dich zurück, bleib bei mir, okay? Okay, reiten wir. Ich probier's. Wohin? Keine Sorge. Ich tu dir nichts. Carlos zu treffen. Na, mir schon, wer Carlos ist. Wir kriegen Besuch. Komm rein! Wir müssen feilen! Los, los, los! Ja, ja, komm ja schon. Haha, erwischt. Komme! Kann ich mal was anderes immer anstatt Pferde? Hier lang! Hier drüben unter die Brücke! Langsam! Vielleicht soll die Waffe upgraden. Panzer bringt die Munition in die Waffe rein oder so. Wenn du das so sagst. Ach, da ist ein Panzer! Hä? Du kennst einen Panzer, glaube ich? Nur fragen. Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sie, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Ja, ja, ich will nur kurz mein Aussehen ändern, bitte. Das ist. Achso, ist der was. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Haben wir sonst noch was? Was Cooles? Das finde ich eher schön. Ich habe wahrscheinlich einen Schal für den Arsch. Okay. Hosen. Haben nur die eine. Schade. Schuhe. Warm Arsch. Handschuhe. Suche nach Guerilla. Okay. Alles in Feuerfest, da guck mal einer an. Hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie. 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgruben-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren. Jetzt sorry, Pferd. Lager für diesen Viviro-Dreck ausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos armen. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn es nie zugeben wird. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz.
Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder nie. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Das ist fertig, Abchecker. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein, schon gut. Ist ein gutes Training. Ja, Pferdereide, klar. Kann ich kurz abkürzen? Da war was. Stopp! Aussteigen, bitte. Ich würde sagen, ich würde die Waffe wegstecken. Die könnte das feindselig ansehen. Hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriera. Das Schwert und die Heldin! Schön, dass ihr beide... Hundi! Du hast sie also gefunden. Sie hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. Elhefe sorgt für Abendessen. Carlos Montero. Eso, eso! Eso! Dale, papá. Ese jefe! Claro que sí, cojones! Dale, dale, dale! Oh. Vamos, 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 vamos! Eso! Okay, das ist brutal. Kann man humaner machen. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Entspann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist ihre Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Oh. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Hundi frisst schon mal. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Heldin. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los! Basti, National ID verfügbar. Oh, sind wir so für was für Person? Hab ich was verpasst? Ich bin mit dem Vorarbeiter von der Bauanleitung Rechnung, um ein Guerillalager zu bauen. Bauen verbesserte Lagereinrichtung oder das Guerillasponsor. Verschiedene Vorteile zu erhalten, nützliche Digitalisierung freizuschalten. Okay. Ich will keine Flop Person, was ist denn jetzt kaputt? Sorry, wenn ich jetzt gerade ins Menü rein muss, was ist denn jetzt? Fehlstellung. Auszeiger zu Fuß. Sprinten, zielen, schießen, Waffenrad, Hilfsmittel, Supremo, letzte Waffe, heilen. Springen über quer, nachladen, interagieren, Amigos, Handykamera. Fotos, Mission verfolgen, Sprachchat, Feuermodus. Ah, auf K ändern, stimmt. Waffen inspizieren, primär für 1, 2, 3, 4, sekundär, Hilfsmittel, 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 nächste Waffe, Suche, Folge, Fotomodus, Karte, aus dem Inventar, Notizbuch, Chatrad. Clara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist das gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben. Aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Eine von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ja. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Oder einmal im Lagerflop-Person? Ah, im Lagerflop-Person, okay. Gibt, reicht es nicht. Ich muss mit Carlos darüber reden. Dani, hallo. Los jetzt. Hey. Hallo. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleón el Pequeño. Also werden wir beiden mit dem Boot von einem Anleger in Siniestra nach Cayo Villarreal fahren. Okay. Wenn wir diesen Singao umlegen, bricht die ganze Operation von José zusammen. Aber das bleibt unter uns, ja? Papa hat schon genug um die Ohren. Okay. Wir sehen uns am Boot.
Dann gehen wir jetzt mal dahin und hoffen, dass wir da so ein Lager machen können. Und dann wäre es cool. Dann krieg ich nicht bei einem Bogen. Dann bin ich happy. Verlaufen, Tori? Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Jupp, ist scharf. Was weißt du noch? Dass Napoleon El Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das er auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprüher auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Jefe. Schick mir eine Postkarte. Was im Lager bauen? Mal mit dem reden. Oje, Guerriera. Hey, Bauarbeiter. Neue Einrichtung. Bau eine Einrichtung im Lager. Einrichtung im Lager mit den Lagerern aus Medizin, Metall und Benzin. Du findest ein Lager, in dem du Kontakt zu drei Guerilla-Gruppen haben. Sie Montero, das ist eine legendäre. Fünf Einrichtungen. Okay, ja, gewollt werden. Okay. Okay, gehen wir mal drauf. Guerilla-Stützpunkt, Fischerhütte, Jagdhütte. Kaufe Jagdbroschüren. Kaufe ich jetzt mal. Versteck, Schnellreise, Wingsuit. Stütze die Guerillakämpfer besser mit Waffen und eine bessere Ausbildung aus. Ich finde die Jagdhütte interessant. Das sieht ja Pfeil und Bogen aus. Ich will das. Ich will Pfeil und Bogen, Mann! Gib mir das endlich den Scheiß! Hey, hombre, ja, la, 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 si, da, andale. Okay, das passt jetzt nicht, sorry. Das ist Pfeil und Bogen. Oh, Schwester, Meister hier. Für Sparta. Hallo. Rotierset. Kommen Sie, mehrere Hasenjagdgebiete aufzudecken. Okay. Ultima Schussszene. Oh, 200. Mongobusch. Oh, dachte schon, wenn sie auf mein Kind sind, dann killt mich meine Frau. Was ist denn bei dir los? Phils flauschiger Freund freut sich auf ein fantastisches Festmahl. Sie ist sicher eine perfekte kleine Wurst an. Ich muss ein köstliches Leckerli finden. Eine Mahlzeit und diese Hundeprinzessin in seinen besonderen Tag. Okay, cool. Eine Quest, danke, Hundi. Ich spreche kein Hundisch, amigo. Werkbank, 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 Werkbank! Werkbank! Aber primäre Waffe, Pfeil und Bogen, perfekto. Hombre. Mods? Beste Meister, erhöht den Schaden und Tiere hinzufügt. Ah. Alles meine. Ja, dann macht er was? Schnipp, schnapp. Nö. Und wie ist es jetzt mit Le Monsieur? Hasengebiet aufgedeckt. Hühnerkämpfe. Was gibt's bei dir? Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe alles auf dem Schwarzmarkt, von Knarren bis zu Klopapier. Und zwar nicht dieses einlagige Dreckszeug. Meine Produkte sind Premium weich, Baby, und ich verkaufe dir gerne alles Mögliche. Aber Yara hat ein Problem, das wir nicht ignorieren können. Es gibt etwas Übles auf dem Markt. Castillos Tenientes haben ein paar tödliche neue Waffen entwickelt. Und ich weiß, wo sie sind. Wir gehen rein, klauen die Scheiße und sind ruckzuck wieder raus. Okay. Rüste dich aus, such dir ein Ziel und ich bring dich mit meinem Taxi hin, Guerriera. Okay.
Schwarzmarkt. Waffen. Kostet? Ingame-Währung, ihr Schweine. Ein paar Massenvernichtungswaffen. Gonio, du schon wieder. Was kann ich für dich tun, Dani? Benito, Lust mal wieder Pirat zu spielen? Wir brauchen Ressourcen, Infos und Verbündete. Und du kannst uns all das beschaffen. Ich schick dir alle, die ich befreie. Sie werden sich freuen, es Anton heimzahlen zu können. Bald hast du deine eigene kleine Piratenarmee. Benitos Bandidos. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich gut. Schick einfach noch was vor. Ja, hopp. Ich weiter nach Gelegenheiten. Arriba, arriba, andale. Viva Libertad. Oje, Dani. Ja, Schnauze. Was? Weißt du, was kann ich da? Ah, ich habe zu wenig Material. Auswählen. Ein geheimes Netzwerk von Guerilla verstecken, das sich durch die ganze Erde zieht. Diese Bauform bietet Zugang zu einem Wingsuit, welches dir beim obersten Speer versteckt, im ganzen Laden schon Reiseziele zu kaufen. Aha. Kann ich nicht. Okay. Wir können aber halt nur zwei bauen, ne? Das heißt, wir müssen jetzt bedacht vorgehen. Bedacht. Gewalt ist einfach. Gutes Werkzeug finden ist schwer. Alles Notiz. Okay. Schoritz darf nicht hungrig werden. Ich muss mir das Rezept woanders aufschreiben. Der kleine Scheiße wird echt unangenehm, wenn es im Mangel ist. Jambalaya al estilo de Corizo. Zutaten: Krokodilfleisch, ein Bienenfleisch, schwarze Bohnen, Rosenwasser fürs Gefühl. Zubereitung: Finde das größte, hinterhältigste und hässlichste Krokodil der Costa del Mar. Felix Profiti Nummer 1. Okay. Naja, du hast bestimmt immer Hunger, was? Vielleicht magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Ja, vielleicht. Ich kann mal einmal herkommen und gucken, was hier noch an Loot rumliegt. Das ist einfach abkrabbeln. Axel mit dem hässlichen Radio da. Da drin war doch noch. Ah, guck mal, das ist noch Quest. Oh Gott, ey, mir wird zugeschissen mit dem Material. Kann ich da rein? Ah ja, tatsächlich. Videospiele? Bald verfügbar. Joseph Collapse. Finde ich jetzt nice. Ah, da ist noch was. Viva la Revolution. Rausgerissene Tagebuchsage. Martina glüht förmlich. Ich habe ihr den Rest gegeben und den Fisch, den ich gefangen habe, sie ist völlig genebelt und ich es auch. Ich habe etwas gesehen oder vielmehr jemanden. La Princesca. Es war der Einsatzabgriff, angeleuchtet von den Quallen. Ich habe geschrien und mich bewährt, dann war Blut mein Messer und auf den Felsen. La Princesca ist kein Geist, sie ist real. Vielleicht hat sie... Ist sie wie wir. Ich muss sie finden. Pablito. Herresmat. Bitte, vermisste Soldaten wahrscheinlich gefallen. Im Licht des kürzlich verschwindenden Drahtsoldaten in Sinestra wurde von der FND-Kommissionsleitung in Magrugada eine offizielle Suche eingeleitet. Die Aussagen der Anwohner, das waren bestimmt die scheiß Mungos, sind alles andere als ausreichend, um die Nachforschung abzuschließen zu können. Okay. Da kann man Helikopter, da kann man Auto. Sag mal, bist du eigentlich dumm? Ich will den nicht. Ich will Pfeil und Bogen, du fette Qualle. Wir wissen, wie gut er ist. Wir will jetzt testen. Wo ist überhaupt hin? Kann man hier angeln? Ich glaube schon. So. Boah, ist irgendein Opfer. Das sind die Bäume, ich dachte gerade. War auf der Karte denn was gehabt? Guck mal, was überall alles ist. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will. Notizbuch. Hunde.
Warte mal. Journal. Junktaktion erhalten, der genannten ist. Ach so, das sind die ganze andere Aufgabe. Okay. Mach mal das. Geht's da hin? Genau. Zum Hafen gehe. Ich will jetzt erstmal jagen, Alter. Ich hab einen Bogen. Ist ja keine Freaks in der Nähe. Bitte. So, nutzen uns auch menschliche Ziele. Ich sag's nur. Ich geh mal zu Fuß. Oh, eigentlich ja, ne? Ich mal früher noch raus. Mit fast 12. So ein Scheiß. Komm nur einmal, wie es so gut für einen Bogen ist, Mann. Come on. Ja, perfekt. Davon ist ein Dorf. Hier sind irgendwelche Bösewichte. Wenn die so speckig, die hat keine Ausdauer, Alter. Ah, jetzt kann man Atemanhalte halt mit Schick. Ah, guck mal. Alles ankrabbeln. Ach, traumhaft. Gib mir mein Pfeilfeder. Eierfleisch. Mensch, ist das denn kaputt? Ich glaube, zu Fuß kommen wir da jetzt eh nicht mehr hin. Echt jetzt? Ja, weil es nicht so viel versprechen. Pfeile wieder. Wow. Okay, ich meine, ich komme nicht Killer. Schade, ich dachte gerade. Jetzt beim einen vielleicht versaut, aber bei zwei beide nichts kriegen, dann sieht das nicht. Pfeil. Sonst nix. So töte ich die dann. Mitnehmen. Okay, dann machen wir nächstes Mal. Sehr gerne. Danke fürs Zuschauen, mit dabei sein. Danke fürs Abonnieren, nicht vergessen. Und bis dahin bei Far Cry 6. Tschüss.